Nun, wie Sie sehen, habe ich Ihnen hier eine Reihe von Blutdruckwerten vorbereitet und ich möchte Sie bitten, sich einmal zu überlegen, wie Sie die genannten Blutdruckwerte definieren. Dabei sehen Sie eine dreispaltige Tabelle. Zunächst einmal einen Blutdruckwert und in der zweiten Spalte sehen wir den gegebenen Puls und dort werden wir aufschreiben, was gerade vorliegt. Zum richtigen Verständnis beachten Sie bitte, dass das jeweils Werte sein sollen, wie wir sie bei einem liegenden Patienten, also bei einem Patienten in Ruhe messen können. Und das bedeutet auch, wir haben hier sogenannte Ruhewerte, Dauerwerte und sie sind idealtypisch. Schauen wir uns das Ganze zunächst einmal im Überblick an, dann sehen wir, dass eine Reihe von Blutdruckmessungen mit einem 72er Puls dargestellt sind. Das soll ein normaler Ruhepuls sein. Im unteren Teil der Tabelle sehen wir, dass ich dreimal den Blutdruck 95 zu 65 mit drei unterschiedlichen Pulsfrequenzen dargestellt habe. Das ist die Absicht, die hinter diesem Teil steht. Und nun wollen wir uns die Blutdruckwerte einmal im Einzelnen anschauen. Der erste Wert, 120 zu 80, Puls 72. Sie werden es unschwer erkennen, hierbei handelt es sich um einen Normalwert. So ist der schulbuchmäßige Blutdruck, das ist der schulbuchmäßige Puls. Dann haben wir als nächstes den Wert 155 zu 90, Puls 72. Nach der Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, haben wir hier eine sogenannte Grenzwerthypertonie. Eine Grenzwerthypertonie für einen ansonsten gesunden. Der nächste Wert, 180 zu 105, Puls 72. Sie sehen, der Puls bleibt die ganze Zeit über erst einmal unverändert. Und wenn wir jetzt einmal die Proportionen, wie ich sie Ihnen eben dargestellt habe, berechnen, dann sehen wir, dass 180 geteilt durch 92 ist plus 15, haben wir 105. Also 180 zu 105, hier sind die Proportionen im Normbereich. Allerdings, wie Sie sehen, sind beide Werte, sowohl die Systole als auch die Diastole, eindeutig zu hoch. Hier haben wir eine essentielle Hypertonie. Das bedeutet, aus diesem Wert können wir zumindest nichts über die Ursache des Bluthochdrucks ablesen. Dann der nächste Wert, 180, wie zuvor auch, zu 125. Auch hier ist der Puls 72. Was bei diesem Wert auffällt, ist, dass der untere Blutdruckwert zu hoch ist. Wir würden für eine Systole von 180 eine Diastole von 105 erwarten. Aber hier ist der untere Wert zu hoch. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, welcher Faktor drückt denn wohl den diastolischen Wert nach oben? Welcher Faktor ist das? Ich habe Ihnen bei der vorherigen Frage gesagt, der diastolische Blutdruck wird bestimmt durch den totalen peripheren Gefäßwiderstand. Und welcher Faktor, was könnte machen, dass der totale periphere Gefäßwiderstand steigt, ohne dass der Puls schneller wird? Und da gibt es eigentlich nur ein Hormon im Körper, das ist das Angiotensin. Um es präzis zu sagen, das Angiotensin 2. Das heißt, wir haben hier einen erhöhten Blutdruck mit einer verkürzten Amplitude. Und das bedeutet, wir haben einen sogenannten renalen Bluthochdruck. Eine renale Hypertonie. Kommen wir zum nächsten Wert. 180 zu 60, Puls 72. 180 zu 60, hier ist die Amplitude deutlich vergrößert. Das heißt, der untere Wert ist in Relation zum oberen viel zu niedrig. Noch einmal, überlegen wir. Der diastolische Wert wird bestimmt über den totalen peripheren Gefäßwiderstand. Welcher Faktor könnte machen, dass der Gefäßwiderstand absinkt? Die Antwort lautet, die Diastole wird deshalb nicht aufrechterhalten, weil die Gefäße an Widerstand verloren haben und das bedeutet, es gibt ein sogenanntes Windkesselleck
oder anders gesagt, eine Aorteninsuffizienz. Das heißt, die Aortenklappe ist undicht. Und sobald sich nun die Aorta zusammenzieht und damit üblicherweise den diastolischen Blutdruck aufrechterhält, geht das Blut nicht zu 100% nach vorne in den Körperkreislauf hinein, sondern zu einem gewissen Teil auch noch zurück in das Herz, das Windkessel-Leck. Das heißt, wir haben hier eine Aortenklappeninsuffizienz. So. Schauen wir uns nun den nächsten Wert an.